Johanna Quaas turnt wie ein junges Mädchen, ist aber schon 91 Jahre alt. Sie steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde als älteste Wettkampfturnerin der Welt. Gerade zeigt sie ihre Übungen am Barren beim diesjährigen Turnfest in Berlin. Vor jedem Wettkampf bin ich aufgeregt und da zittern mir auch die Beine. Und naja, ich muss dreimal tief ausatmen und dann geht's wieder. Quaas war früher Sportlehrerin, trainierte später die Turnerinnen der DDR für Olympia. Mit 57 Jahren begann sie selbst wieder zu turnen. Ihre Fitness, das Ergebnis von viel Disziplin. Dienstag und Donnerstag ins Fitnessstudio. Mittwochs haben wir eine ältere Gymnastikgruppe. Da sind auch schon einige 80, die immer mitmachen. Und dann geht es anschließend in die Sauna. Und freitags gehe ich dann noch mal in die Turnhalle und anschließend zum Schwimmen. Auch außerhalb des Sports ist sie eine extreme Persönlichkeit. Letzten Sommer zum Beispiel sprang sie aus dem Flugzeug zu Ehren der britischen Königin Elizabeth, die genauso alt ist wie sie. Auch wenn Johanna Quaas seit Jahrzehnten dabei ist, das Hadern mit der eigenen Vorführung gehört dazu. Und mit 91 kommt dann doch mal ein Zipperlein. Wenn man lange im Kopfstand steht und man kommt hoch, ist das Gleichgewicht nicht mehr so sehr da. Und vielleicht habe ich das auch nicht genug geübt, denn an der Bank war ich eigentlich ganz schlecht. Beim Turnfest hat sie dieses Mal nicht wie sonst immer gewonnen, sondern den 4. Platz gemacht. Eins aber kann man ihr nicht nehmen. Sie ist Ansporn für viele, sich aus dem Sofa zu erheben und auch mal wieder Sport zu treiben.